Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, die meisten Menschen freuen sich, wenn die Sonne scheint. Besonders, wenn man sie lange nicht gesehen hat, wie in dieser Woche. Und ganz besonders wichtig bei so ganz besonderen Tagen, nicht? Zum Beispiel bei der Hochzeit, es war richtig schön, am Freitag hatten wir hier eine Hochzeit, war die ganze Zeit bedenken, als wir aus der Kirche rauskamen, da kam die Sonne raus. Und auch heute hier am Tauftag ein schöner, sonniger Tag. Aber es geht eben nicht immer mit der Sonne. Und so ist das auch im Leben von Christen, auch da scheint sozusagen nicht immer die Sonne. Es geht eben nicht mehr immer alles glatt und es ist alles nur schön. Nein, auch im Leben von Christen gibt es Widerstände, Schmerzen, Trauer, schwere Zeiten. Niemand wünscht sich das. Aber im Nachhinein können schwere Zeiten oft auch wertvolle Zeiten sein. Zeiten, in denen ich spüre, Gott ist mir gerade jetzt nah. Oder wo ich im Rückblick merke, da hat er mich auf eine ganz besondere Weise geführt. Das hat auch Paulus erfahren, der für Jesus unterwegs war. Er hatte viel durchzumachen. Er wurde immer wieder abgelehnt. Er wurde gefangen genommen. Er musste mit einem Todesurteil rechnen. Und dazu kam noch, dass er sich immer Sorgen machen musste um die Gemeinden, denn da gab es immer Probleme. Und trotzdem hat er nicht aufgegeben. Trotzdem hat er festgehalten an Gott und hat erfahren, gerade in den schweren Zeiten hat der Herr ihm geholfen. Im Brief an die Römer schreibt er uns etwas darüber, im heutigen Predigtext, Römer 8, die Verse 26 bis 30. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt. Sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Amen. Soweit Paulus. Wir überschreiben die Predigt, wie Gott in schweren Zeiten hilft. Und haben als erstes dazu unseren Text: Gott gibt seinen Geist beim Beten. Wenn es mir schlecht geht, dann tut es mir gut, mit einem anderen Menschen zu sprechen. Zum Beispiel mit meiner Frau oder einem Freund. Und dann ist oft so, dass die Probleme nicht gleich gelöst sind. Aber trotzdem ist es gut, ich weiß, da ist einer bei mir. Auch im Gebet ist das so. Im Gebet kann ich mit Gott reden, wie mit einem Freund. Ich kann ihm alles sagen, was mich beschäftigt. Ich kann bewusst alles abgeben. Ich sage das manchmal so, dass ich sage, Herr, ich gebe dir das jetzt, mach du was daraus. Dann weiß ich immer noch nicht, wie es weitergeht, aber ich kann vertrauen, ich bin nicht mehr alleine damit. Gott wird etwas daraus machen und manchmal erlebe ich dann, dass Gott auf ganz wunderbare Weise eingreift und ich nur staunen kann. Nun gibt es beim Beten manchmal ein Problem. Dass wir nicht wissen, was will Gott jetzt eigentlich? Da wünschen wir uns vielleicht, dass irgendetwas gelingt im Leben, aber wir wissen nicht, ist das jetzt das, was Gott will, oder will er vielleicht doch etwas ganz anderes für mich? Wir fragen vielleicht, was hat er mit mir vor? Oder auch, wenn wir für andere beten, da ist vielleicht jemand schwer krank und wir wünschen uns und wollen auch dafür beten, dass er wieder gesund wird. Aber dann sagt derjenige, der Kranke selber, eigentlich nicht. Wenn er Christ ist und vertraut auf Gott, dann sagt er, ich möchte jetzt eigentlich gerne zu Gott kommen. Tja, und wofür sollen wir dann beten? Wir wissen es oft nicht. Und da sind wir unsicher und fragen, beten wir womöglich das Falsche? Er hört uns dann Gott nicht, wenn wir um etwas beten, was er vielleicht gar nicht will? Wenn wir zu Jesus gehören, brauchen wir daran keine Angst zu haben. In Vers 26, da schreibt Paulus, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, aber dann weiter,
sondern der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Auch Paulus, er weiß also darum, dass wir oft unsicher sind und dass wir eben nicht wissen, was sollen wir jetzt eigentlich beten? Oder eben überlegen, habe ich jetzt das Richtige gebetet? Aber er macht daraus kein Problem. Er sagt nicht, also wenn du nicht richtig gebetet hast, wirst du nicht erhört. Im Gegenteil, er macht Mut. Er erzählt, dass der Geist Gottes dann eintritt. Und das weist uns schon darauf hin, kleine Vorfreude, nächsten Sonntag ist ja Pfingsten und da feiern wir das ja, dass der Geist Gottes wirkt. Aber was heißt das nun, dass der Geist mit unaussprechlichen Seufzen vertritt? Wir können uns das, vergleichen, unser Verhältnis zu Gott, mit Menschen, die eine unterschiedliche Sprache sprechen und die sich deswegen eigentlich nicht verstehen können. Ich weiß noch, als Kind war ich mit meinen Eltern mal in Frankreich im Urlaub und da war auf der Straße ein Mädchen, wir haben ein bisschen Ball gespielt. Ich habe versucht, ihr was zu sagen und naiv, man ist als Kind auf Deutsch also munter losgeredet. Ja, was machte die? Die antwortete natürlich auf Französisch, immer weiter, blablabla. Ich habe natürlich nichts verstanden, konnte auch nicht antworten. Heute, nachdem ich mal irgendwann 2 Jahre Französisch in der Schule hatte, hätte ich vielleicht noch sagen können, je ne comprends pas, ich verstehe nicht. Aber wie dem auch sei, eine frustrierende Erfahrung. Man redet aneinander vorbei. Und so können wir als Menschen von uns aus eigentlich auch gar nicht mit Gott reden, weil da wir da gar nicht zusammenkommen. Und wir verstehen ihn eigentlich von uns aus auch nicht. Und da brauchen wir sozusagen einen Dolmetscher. Und so war das damals auch in Frankreich. Da kam meine Mutter, die kann gut Französisch, und die hat dann sozusagen übersetzt. Und dann konnten wir uns verständigen. Und so ist der Heilige Geist sozusagen der Dolmetscher. Der übersetzt zwischen Gott und uns. Dass Gott uns verstehen kann und wir ihn verstehen können. Und, schreibt Paulus hier, er tritt bei Gott für uns ein. Also er sagt Gott auch, wie wir es eigentlich meinen. Und selbst wenn wir mal irgendetwas beten, wo Gott sagt, naja, das ist jetzt eigentlich nicht das, was dran ist, dann übersetzt der Heilige Geist und sagt, aber der oder die vertraut dir. Und dann ist das auch nicht schlimm, wenn ich mal etwas anderes gebetet habe. Mancher denkt vielleicht auch, ich kann eigentlich gar nicht mehr beten. Was ich gerade durchmache, ist so schlimm, da bleiben mir die Worte im Hals stecken. Gott erscheint mir ganz weit weg zu sein. Und ein junger Mann in der Seelsorge fragte, was soll ich machen, wenn ich nicht mehr beten kann? Mir fehlen einfach die Worte. Es ist schön, wenn in einer solchen Situation andere Christen für mich beten. Dass ich dann weiß, ich bin getragen in einem Netz des Gebetes. Aber noch mehr, wenn der Geist unserer Schwachheit aufhilft und uns vertritt, wie Paulus hier schreibt, dann heißt das auch, als Christ kann ich darauf vertrauen, der Heilige Geist betet für mich mit. Wenn ich es nicht mehr kann, dann betet er für mich mit. Und das kann trösten. Das kann helfen, dass ich weiß, ich bin trotzdem nicht allein. Das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören können zu beten, sondern auf dem Motto, ach ja, der Geist betet ja, dann brauchen wir das ja nicht mehr zu tun. Nein, Gott möchte es natürlich, dass wir mit ihm reden und dass wir ihm alles sagen, denn das ist ein Zeichen des Vertrauens. Wir können damit rechnen, aber wenn es nicht mehr geht, weil wir schwach sind, dann tritt Gott ein und Gott hört Gebet. Nicht immer so, dass wir das alles gleich geschieht, was wir uns vorstellen. Aber immer so, dass er uns zeigt, ich bin für dich da, du bist nicht allein. Und so lohnt es sich, dass wir ihm vertrauen, uns ihm anvertrauen, gerade in schweren Zeiten. Ein zweites. Gott macht aus allem Gutes. Manchmal gibt es Umwege. Umwege, nicht nur, wenn das Navi mal wieder einen falschen Weg angezeigt hat, sondern auch Umwege im Leben. Dass wir schwere Erfahrungen haben und sagen, wo geht's jetzt lang? Und hinterher merken wir sind doch zum Ziel gekommen. Es war doch gut. Aber wenn wir mittendrin stecken, dann denken wir, warum muss das jetzt auch noch passieren? Wie geht's jetzt weiter? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Und da ist es schwer, Gott wirklich zu vertrauen. Paulus macht uns Mut. Vers 28,
denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und viele Christen sagen, dieser Vers ist mir besonders wichtig. Denn dieser Vers verspricht ein ganz großes Vertrauen. Dass Gott wirklich aus allem Gutes machen kann. Also nicht nur aus dem, was mich freut, sondern gerade aus den schweren Erfahrungen. Er kann nämlich immer eingreifen, egal was uns gerade belastet. Alle Dinge, aus denen er Gutes machen kann, das sind eben auch die schweren Erfahrungen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Da ist zum Beispiel eine Krankheit. Alle meine Pläne sind auf einmal durchkreuzt. Ich wollte vielleicht eine Reise machen oder dieses oder jenes, aber dann liege ich im Bett oder im Krankenhaus. Nur nicht mal daran fragen, warum das Ganze? Warum? Warum lässt Gott das zu? Vielleicht fragt einer. Aber dann kommen auch andere Gedanken. Dann kommt vielleicht der Gedanke, und wenn ich nicht mehr gesund werde, was bleibt dann von meinem Leben? Was zählt eigentlich in meinem Leben? Was war mir eigentlich so wichtig in meinem Leben? Schon mehrfach haben mir Menschen erzählt, dass Zeiten der Krankheit für sie im Nachhinein sehr wertvolle Zeiten waren. Weil sie gemerkt haben, ja, das ist wichtig in meinem Leben und das ist nicht so wichtig in meinem Leben. So kann Gott aus Krankheitszeiten dann auch gute Zeiten machen im Nachhinein. Ein anderes Beispiel. Da bemüht sich jemand um eine Arbeitsstelle. Zuerst sieht es ganz gut aus, aber dann kommt die große Enttäuschung. Die Hoffnung auf die Stelle zerschlägt sich. Vielleicht wurde ein anderer Bewerber vorgezogen. Oder man hat die entscheidende Prüfung nicht geschafft. Da ist die Enttäuschung erst einmal groß. Und da folgt erstmal eine Durststrecke. Vielleicht fragt man sich, was bin ich eigentlich wert? Aber irgendwo auf einmal tut sich eine andere Möglichkeit auf. Und Gott zeigt einen neuen Weg. Und hinterher erkennt man vielleicht, dieser Weg ist sogar besser als der, den ich eigentlich gehen wollte. Auch aus beruflichen Problemen, ob in der Schule oder wo auch immer, oder im Studium oder eben bei der Arbeit, auch da kann Gott aus Enttäuschung und Durststrecken Gutes machen. Ein drittes Beispiel, wo Gott Gutes machen kann. Da habe ich mich gefreut auf eine schöne Zeit mit einem vertrauten Menschen, vielleicht mit den Kindern, den Eltern oder als Ehepaar. Und dann kommt es aber ganz anders. Auf einmal gibt es Streit, hässliche Worte, vielleicht nur eine Kleinigkeit und auf einmal ist der Krach da. Und oft passiert sowas gerade dann, wenn man sich gedacht hat, jetzt wird es besonders schön, vielleicht am Wochenende oder im Urlaub. Und die erste Reaktion, ah, was soll das denn jetzt auch noch? Ich wollte mich doch entspannen, es sollte doch schön sein. Und jetzt so ein Stress. Und dann kommt es vielleicht zu einem ehrlichen Gespräch. Man kann Dinge miteinander besprechen, für die im Alltag keine Zeit war. Vielleicht findet man sogar Lösungen. Oder zumindest einen Kompromiss, mit dem alle Beteiligten leben können. Und dann ist die gegenseitige Verbundenheit danach oft größer als vorher. Auch aus Streit und Auseinandersetzungen kann Gott Gutes machen. Drei Beispiele, die zeigen, was zuerst wie ein Irrweg aussieht, kann ein Umweg zum Ziel sein. Gott kann auch aus Situationen, die wir gerne vermeiden möchten, immer noch etwas Gutes machen. Es kann etwas daraus werden, was besser ist, als wenn es die Schwierigkeit nicht gegeben hätte. Und darum zu wissen, das kann helfen in einer schweren Zeit. Nicht, dass es uns auf einmal gut geht und wir sagen, alles schön, nein. Aber dass ich dann die Schwierigkeiten leichter annehmen kann. Und dann mich auch frage vielleicht, ja, Herr, wo kannst du jetzt etwas Gutes daraus machen? Und wenn es nur dieses ist, dass ich lerne zu vertrauen und Geduld zu haben, wenn ich noch keine Lösung sehe. Das, was wir durchmachen, es muss nicht das Letzte sein. Es kann immer wieder alles anders werden. Übrigens, auch dann, wenn wir sogar selbst schuld sind. Es ist ja schon schwer, das anzunehmen, wenn ein Unglück von außen mich trifft. Aber noch schwerer ist es, wenn ich selbst schuld bin. Wenn ich vielleicht zu schnell gefahren bin und dadurch einen Unfall verursacht habe. Oder wenn ich zu viel getrunken habe und dann ausfällig geworden bin. Kann Gott dann auch noch alles gut machen? Ja, das kann er. Denn Jesus ist für alle unsere Schuld gestorben. Wenn wir ihm das bekennen und sagen, Herr, da habe ich Mist gebaut, dann sagt er uns das zu. Deine Schuld.
das habe ich alles getragen, auch am Kreuz, auf mich genommen. Und aus dem, was du verbockt hast, kann ich noch Gutes machen. Das darfst du glauben, das darfst du annehmen. Wenn ich das erfahre, dass Gott mir vergibt durch Jesus, dann kann die Beziehung zu ihm noch intensiver werden. Übrigens, auch eine menschliche Beziehung kann noch intensiver werden, wenn man merkt, wir können uns vergeben und neu anfangen. So kann Gott aus allem Gutes machen. Oft erfahren wir das schon jetzt. Manchmal erfahren wir es auch nicht. Aber dann, wenn wir mit Jesus leben, können wir darauf vertrauen, spätestens im ewigen Leben, spätestens dann wird er alles gut machen. Die Hoffnung bleibt immer. Und die Hoffnung hat einen Grund. Jesus. Und das ist das Dritte. Gott führt zum Ziel. Für uns Menschen ist es manchmal schwer, durchzuhalten. Das kann man schon bei Kindern beobachten, die fangen vielleicht an, was zu basteln, sagen, ah, toll, kann ich mal und so. Aber nach einiger Zeit, auch dann haben sie keine Lust mehr und die Sache bleibt erstmal halb fertig liegen. Aber nicht nur bei Kindern. Auch Erwachsenen fehlt oft die Geduld. Das Schöne ist, Gott ist anders. Er bringt das, was er angefangen hat, auch zu Ende. Bei der Schöpfung zum Beispiel, da hat er nicht zwischendurch aufgehört und gesagt, ach, jetzt habe ich schon die Erde, das Meer und die Pflanzen, reicht erstmal, mache ich mal ein bisschen Pause. Nein, die Tiere und die Menschen kamen auch noch. Und ausgeruht hat er sich danach. Am siebten Tag steht es im Schöpfungsbericht. Und so macht er es auch bei den Menschen, die er zu sich holt. Auch da macht er keine halben Sachen. Da steht in unserem Text hier eine Abfolge von Schritten. Sozusagen. Da werden Menschen ausersehen, dann vorherbestimmt, dann berufen, dann gerecht gemacht und schließlich verherrlicht. Also, Gott hat sich seine Leute schon lange vorher ausgesucht und sie dazu bestimmt, dass sie mal zu ihm gehören. Paulus geht jetzt hier nicht auf die Frage ein, ob es auch Menschen gibt, die sich Gott nicht ausgesucht hat. Aber klar ist, Gott will jeden bei sich haben. Auch jeden, der heute Morgen hier ist. Und wer Jesus glaubt, der kann davon ausgehen, das gilt auch für mich. Er hat mich ausgesucht. Er hat mich berufen. Und das Schöne ist, wenn er das war, dann hängt der Glaube letztlich nicht an mir, auch nicht an meiner Schwäche. Natürlich müssen wir uns entscheiden zu glauben. Wenn ich bewusst Ja sage zu Jesus, der gehört auch nicht zu Gott. Aber wer einmal zum Glauben gefunden hat, der braucht nicht dann immer Angst zu haben und zu denken, ja, hoffentlich bleibe ich da dran, hoffentlich werde ich nicht irgendwann schwach und falle wieder ab oder so, sondern ich kann mich fest darauf verlassen, Gott, der hält mich fest. Auch in schweren Zeiten, auch in Glaubenskrisen. Er lässt mich nicht los. Und er führt mich zum Ziel. Und eines Tages, dann nimmt er mich mit hinein in seine neue Welt. In das Leben ohne Leiden, ohne Schmerzen, ohne traurige Momente. Das macht Mut. Gerade wenn wir Schweres erleben. Und das möchte ich allen auch heute Morgen zusagen, die es gerade schwer haben. Vielleicht die gerade trauern. Das muss nicht das Letzte sein. Wer Jesus vertraut, darf sich fest darauf verlassen. Gott führt zum Ziel. Er hat uns nicht vergessen. Er lässt uns nicht im Stich. Nur, wir brauchen Geduld. Ein Beispiel mal für alle Hundefreunde unter euch, unter Ihnen. Ich habe mal ein Buch über Hunde gelesen, dass Dackel besonders geduldige Tiere sind. Die warten stundenlang auf ihr Herrchen oder ihr Frauchen. Sie zweifeln offensichtlich nicht daran, der oder die hat mich vergessen, sondern sie rechnen fest damit, auch wenn es lange dauert, mein Herrchen, mein Frauchen, die kommen wieder, die lassen mich ja nicht alleine. Und so können auch die Menschen sein, die mit Jesus leben. Da brauchen wir auch manchmal Geduld. Aber können fest damit rechnen, mein Herr im Himmel, der hat mich nicht vergessen. Der wird kommen. Der wird mich an sein Ziel, an sein gutes Ziel führen. In diesem Sinne also, lasst uns sein wie die Dackel. Geduld haben und warten darauf, dass Gott eingreift. Dann können wir das erfahren. Er lässt mich nicht im Stich. Christen werden nicht davor bewahrt, schwere Zeiten zu erleben. Aber es ist doch etwas ganz anderes, wenn diese Zeiten Zeiten mit Gott sind. Denn er gibt seinen Geist beim Beten. Er kann aus allem Gutes machen und er führt zum Ziel.
Lass uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns nie alleine lässt. Danke, dass wir mit dir reden können im Gebet. Danke, dass du einmal aus allem Gutes machen wirst und dass du zum Ziel führst. Hilf uns, dass wir dir ganz vertrauen können, dass wir auch Geduld haben und auch in schweren Zeiten bei dir bleiben. Amen.